Eigentlich ist das klar vorgegeben. Es kann nur dann eine Änderung der Entscheidung geben, wenn der Schiedsrichter selbst dieser Meinung ist. Kein Videoassistent, um das nochmal zu betonen, trifft irgendeine Entscheidung hier in Köln. Einzige Ausnahme sind diese faktischen Entscheidungen, also sprich Abseitsentscheidungen, wo es darum geht, steht der Spieler im Abseits, ja oder nein, oder Tatortfestlegungen, also ist der Fußtreffer innerhalb des Strafraums oder außerhalb. Dann ersparen wir in Anführungsstrichen den Weg nach außen zu laufen, weil es da ja nur noch darum geht, zu sagen, es ist hier der Abseitsstellung ist eben klar, da braucht der Schiedsrichter draußen nicht mehr zu interpretieren. Aber bei allen anderen Entscheidungen, Elfmetersituation, gegebene Elfmeter oder nicht gegebene Elfmeter, rote Karte-Situation, da wird es immer so sein und ist auch bis jetzt so gewesen, dass der Schiedsrichter immer raus zum Monitor laufen muss und sich das selbst anschauen muss. Wichtig ist, und das hat sich auch nicht geändert, dass der Videoassistent sich nicht die Frage stellen muss, ob die Entscheidung, die der Schiedsrichter getroffen hat, richtig hat. Also er muss ihm nicht abnicken oder irgendwie ihn da bestätigen, sondern er muss sich nach wie vor fragen, war das, was er da entschieden hat, klar und offensichtlich falsch. Und das führt dann automatisch dazu, dass man sagt, der Videoassistent ist nicht dafür da, eine bessere Entscheidung zu finden. Wir haben viele Situationen, wo wir nachher auch sagen, uns wäre lieber gewesen, hier hätten wir jetzt einen Elfmeter gegeben, regeltechnisch, aber es ist nicht Aufgabe des Videoassistenten, diese Funktion zu übernehmen. Das soll auf dem Feld bleiben. Er ist nur Assistent des Schiedsrichters. Er ist kein zweiter Schiedsrichter, kein Oberschiedsrichter, sondern er ist Assistent. Und er soll im Prinzip den Schiedsrichter nur dann unterstützen, wenn wirklich grob was aus dem Ruder läuft. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder vergegenwärtigen und vor Augen rufen. Der Schiedsrichter auf dem Platz ist derjenige, der entscheidet. Wir alle unterstützen nach bestem Wissen und Gewissen, sowohl die Assistenten, der vierte Offizielle, als auch der Videoassistent. Wir unterstützen den Schiedsrichter in seiner Entscheidungsfindung und die letzte Entscheidungsgewalt liegt immer beim Schiedsrichter. Wichtig ist es, dass wir alle genau um unsere Aufgaben wissen und die exzellent erfüllen und dass wir die Bereiche, wo sich unsere Aufgaben überschneiden, kommunikativ möglichst gut lösen, um zu einer korrekten Entscheidung zu kommen am Ende des Tages.